Ein herzliches Hallo und Willkommen hier in Kirchheim-Bolanden zum zweiten Pfalz-Treffen der AfD im Donnersbergkreis. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Mein Name ist Marie-Therese Kaiser und ich habe die Ehre, Sie heute durch diese Veranstaltung führen zu dürfen. Und wir haben natürlich ein hochkarätiges Aufgebot für Sie. Wir haben unsere Redner, den Herrn Damian Lohr, den Alexander Jungblut und die Frau Dr. Christine Brinker. Jetzt dann weiter mit Sebastian Münzenmeier, René Aust und natürlich unserem Hauptgast heute, Frau Dr. Alice Weidel. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Ein Applaus für Damian Lohr. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt funktioniert. Ja, herzlich willkommen in Kirchheim-Bolanden und schon mal direkt vielen Dank, Marie, für die tolle Moderation. Erstmal einen Riesenapplaus für dich. Ich möchte auch noch ein paar weitere hochkarätige Gäste begrüßen. Auch unser Landesvorsitzender und Fraktionsvorsitzender der AfD Rheinland-Pfalz und der Landtagsfraktion, Dr. Jan Bollinger, ist hier. Herzlich willkommen. Und bei der AfD lebt der Austausch ja immer auch so ein bisschen West und Ost, Ost und West. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Mike Monzek und René Bochmann aus Sachsen, MDBs, zu Gast sind. Dann freue ich mich auch ganz besonders über unseren Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz, weinbaupolitischer Sprecher, das muss man ja immer dazu sagen, Bernd Schattner, herzlich willkommen. Genau, und natürlich auch noch einen weiteren Landtagskollegen. Die Landtagsfraktion ist natürlich das Herz der AfD Rheinland-Pfalz. Hallo, lieber Ralf Schönborn, schön, dass du da bist. Für uns geht der Blick auch manchmal über die Rheinseite. Ja, wir sind auf der richtigen, das muss ich dazu sagen. Es hat sich aber auch hierher gesellt und ich bin auch sehr froh darum, der Landtagsabgeordnete und Landesvorstandsmitglied der AfD Hessen, Heiko Scholz, herzlich willkommen. Es sind auch einige Kreisvorsitzende da. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Ich bitte, das zu verzeihen. Stellvertretend möchte ich da nennen unser Nachbarkreis aus Bad Dürkheim, Thomas Stephan. Herzlich willkommen, Kreisvorsitzender. Es ist wirklich wieder, ich bin ja hier der Lokalmatador von der Rednerliste, sage ich mal. Es ist wirklich faszinierend, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie es in mir aussieht gerade. Ich bin so überwältigt, dass wirklich wieder der Donnersbergkreis gezeigt hat. Der Donnersbergkreis ist nicht bunt, so wie die das sagen, sondern der Donnersbergkreis ist tiefblau. Wir haben heute knapp 500 Leute hier. Und wenn in Eisenberg die Ministerpräsidentin aufschlägt, dann schaffen es da gerade mal 60 Leute hin. Also so. Von diesen 60 Leuten im Übrigen sind 40 auch noch hingeschickt. Die sagen, ja, geh mal hin und sag mal was. Sag mal toll, Malu. Toll, Malu, Dreier, super, machst du das? Die trauen sich dann auch nicht alle dahin. Aber die erzählen das, dass sie wirklich auch so angesprochen werden. Das ist SPD-Politik par excellence. Was erwartet Sie heute hier beim Pfalz-Treffen? Ich möchte da auch noch mal einen Zeitungsartikel zitieren. Der ein oder andere war ja auch beim letzten Mal da. Wir hatten in Einzeltum Tino Chrupalla zu Gast. Und die Rheinpfalz hat das dann natürlich objektiv und mit bestem journalistischen Gewissen wie folgt beschrieben. Am Freitag gastiert die AfD mit Bundessprecher Tino Chrupalla in Einzeltum.
Draußen setzen die Gegner ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Menschlichkeit. Drinnen gibt's Hetzreden, Mettbrötchen, Politik für den Mittelstand und Fotos mit Tino Chrupalla. So viel zur Rheinpfalz. Meine sehr geehrten Damen und Herren und insbesondere meine sehr geehrten Damen und Herren von der Rheinpfalz, ich weiß nicht, welche Reden Sie gehört haben, aber eines kann ich Ihnen sagen. Heute gibt es selbstverständlich auch wieder Mettbrötchen. Politik für den Mittelstand. Und Fotos mit Frau Dr. Alice Weidel. Wenn Sie Hass und Hetze suchen, dann finden Sie diese bei der Gegendemonstration, die für unser schönes Land nur Verachtung übrig hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Pfalztreffen ist von der Konzeption ein eher fröhliches, optimistisches Treffen, eine Zusammenkunft Patrioten aus ganz Deutschland. Und deshalb haben wir die heutige Veranstaltung mit der Nationalhymne begonnen, mit den Worten Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich muss allerdings sagen, seit dem gestrigen Tag frage ich mich, wie es um die Freiheit in diesem Land bestellt ist. Die meisten werden mitbekommen haben, dass in Mannheim bei einem Infostand einer Bürgerbewegung ein Messerattentat von einem 25-jährigen Afghanen stattgefunden hat. Er hat mehrere Menschen schwer verletzt. Ein Polizist befindet sich laut Auskunft der Medien in Lebensgefahr. Wir haben da nichts Neues zu vermelden, aber wenn man sich, und ich habe dieses Video gesehen und diese Bilder, mir ist wirklich mal ganz anders geworden. Und ich frage mich, wie konnte das passieren in diesem Land? Ich möchte die Szene nochmal für diejenigen beschreiben, die das nicht mitbekommen haben. Die Szene dauert keine Minute und doch kommt es einem so vor wie die Ewigkeit. Ein 25-jähriger Afghaner attackiert den Islamkritiker Michael Stürzenberger mit einem 30 Zentimeter langen Messer. Mehrere Sicherheitskräfte finden den Mut, sich dem Angreifer entgegenzustellen und werden dabei ebenfalls verletzt. Ein mutiger Polizist greift in die unübersichtliche Lage ein. Die meisten anderen, die in der Szene zu sehen sind, scheinen verständlicherweise überfordert. Der Täter schafft es, sich zu lösen und sticht dem Polizisten zweimal gezielt in den Kopf und wird kurz darauf von einem weiteren Beamten mit einem Schuss außer Gefecht gesetzt. Der mutige Polizist muss um sein Leben bangen. Meine Damen und Herren, es wird ja immer diskutiert, ob man so kurz nach einer Tat als Politiker darüber sprechen sollte oder nicht. Doch ich bin der festen Überzeugung, dass wir darüber sprechen müssen. Jene, die meinen, man sollte das nicht tun, sind meistens die Verursacher dieser Politik. Sie wollen nicht darüber sprechen, weil sie politisch für diese Taten verantwortlich sind. Ich habe mir dazu mehrere Fragen gestellt und die meisten können die sich wahrscheinlich auch selbst beantworten. Wie kann es sein, dass in unserem Land sich ein barbarischer Afghane überhaupt aufhalten kann? Wieso haben wir keine sicheren Grenzen? Wieso schieben wir nicht konsequent ab? Wieso importieren wir massenhaft Kriminalität in dieses Land? Und morgen werden Sie wieder durch Mannheim laufen mit der Aufschrift »Mannheim ist bunt« und behaupten, die AfD sei gegen Ausländer. Sie haben keine Argumente. Meine Damen und Herren, ich möchte das hier mal so präzise wie möglich skizzieren. Die AfD ist die einzige Partei, die illegalen und kriminellen Einwanderern konsequent entgegensteht und diese abschieben möchte. Und bevor die Medien jetzt wieder sagen, ja, AfD gegen Ausländer, wir kennen das, diese falschen Vorurteile.
Es geht nicht um den gut integrierten Gastarbeiter und seine Nachkommen. Der ist hier heimisch geworden und gehört zu uns und hat meist ein besseres Wertegerüst als die, die da draußen gegen uns demonstrieren. Es geht auch nicht um den Griechen oder den Italiener, die unser Land tatsächlich mit ihren Restaurants beispielsweise bereichern und ebenfalls zugucken müssen, wie ihr Steuergeld verprasst wird. Es geht nicht um Menschen, die ihre Wurzeln woanders haben und unsere Werte übernommen haben. Diese Menschen gehören zu uns und sie sind mir näher als die Deutschlandhasser von den Grünen. Wir wollen hier keine illegalen und kriminellen Einwanderer, die unseren Sozialstaat plündern, Frauen vergewaltigen und Menschen mit Messern abstechen. Und ich bin mir ganz sicher, dass die genannten Gruppen von eben das auch nicht wollen. Sprechen wir über die Zahlen. 9000 Messerangriffe jährlich. Man kann sagen, das ist schon Alltag. Alleine in Berlin, und wir haben heute Frau Dr. Christine Brinker zu Gast, allein in Berlin 111 Gruppenvergewaltigungen im Jahr. Ich glaube nicht, dass das schon immer so gewesen ist. Das hat natürlich mit dieser unkontrollierten Einwanderung zu tun. Kriminalstatistik für das Jahr 2023. Die Kriminalität unter Ausländern steigt. Bei rund 41% der Vergehen waren die Tatverdächtigen ohne deutschen Pass. Der Anteil der Migranten in der Gesamtbevölkerung liegt aber nur bei 15%. Und 14,5% mehr nichtdeutsche Tatverdächtige als im Vorjahr. Das sind die Fakten. Das ist die Wahrheit und das ist das bunte Deutschland, das uns die anderen verkaufen wollen. Wir haben die Argumente auf unserer Seite. Und das fing alles an mit der Grenzöffnung 2015. Und auch die Ampel hat diesen Trend nur weiter angefacht. Schuldig sind sie also alle, CDU, SPD, FDP und Grüne. Ich muss das auch so deutlich sagen, es ist blanke Heuchelei, wenn die CDU Plakate mit dem Thema innere Sicherheit aufhängt. Die meisten Probleme hat die Union selbst verursacht. Und wir werden immer wieder darauf hinweisen, dass die CDU Deutschlands, die ist das Problem für die innere Sicherheit, weil sie diese Politik der offenen Grenzen und des Asyltourismus etabliert hat, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir sind die einzige glaubwürdige Kraft, die sich dieser unkontrollierten illegalen Einwanderung entgegenstellt. Wir müssen die Grenzen schließen und schleunigst die Personen abschieben, die hier nichts zu suchen haben. Verhältnismäßigkeit in diesem Land ist auch vollkommen verloren gegangen. Wenn ein Politiker sich in diesem Land dazu bekennt, alles für seine Heimat zu geben, bekommt er eine Geldstrafe von 13.000 Euro. Wenn ein paar betrunkene junge Menschen auf Sylt in einem Club was Unangemessenes grölen, wird sofort deren Existenz vernichtet und die Bundestagspräsidentin hat ja sogar Höchststrafe gefordert. Eine Bundestagspräsidentin fordert, 5 grölende Menschen 5 Jahre in den Knast zu stecken und die Existenzen zu vernichten. Wenn sich allerdings ein SPD-Politiker Kinderpornos auf den PC lädt, dann kommt er mit 5.000 Euro davon und das ist die Unverhältnismäßigkeit in diesem Land. Da wir bald Kommunal- und Europawahl haben, möchte ich natürlich auch noch ein bisschen was über Europa sagen. Ich habe es im Trailer ja auch schon angekündigt. Ich bin auch Europäer, natürlich. Wir haben einen wunderbaren Kontinent. Wir haben eine tolle Vielfalt. Das ist die Vielfalt der Nationalstaaten. Und momentan ist die Europäische Union dabei, diese Vielfalt aufzulösen. Man möchte einfach einen Einheitsbrei haben. Deswegen sage ich mit Stolz, ich bin Europäer. Aber die Europäische Union, wie wir sie kritisieren, das werden natürlich noch die anderen, die Europakandidaten explizit später sagen. Ich bin natürlich aber auch stolzer Deutscher. Darauf darf man stolz sein. Alle anderen sind auch stolz auf ihre Nation. Jeder Patriot, egal woher er kommt,
hat das Recht, stolz zu sein auf da, wo er herkommt. Jeder hat das Recht, stolz auf seine Wurzel zu sein. Und der ein oder andere kennt es auch schon von mir. Es gibt natürlich noch zwei Sachen, die sind schöner als Europäer oder Deutscher zu sein. Das ist Pfälzer zu sein. Ich bin Pfälzer. Und warum sitze ich denn im Landtag? Ich bin Landtagsabgeordneter. Das heißt, was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist es, dass es meinen Menschen gut geht. Den Menschen hier, die Leute, die hier Steuern zahlen, hier arbeiten, hier leben, die was zu diesem Staat beitragen. Für diese Menschen sitze ich im Landtag, insbesondere für die Pfälzer noch mal mehr, klar. Das steht immer ganz oben, das gebe ich auch zu. Da kann jetzt jemand sagen, das ist ungerecht, aber das ist halt Heimat. Das ist das, was eigentlich jeder von uns in sich trägt, in einer gewissen Art und Weise. Das gehört dazu. Und meine Aufgabe als Landtagsabgeordneter ist es, dafür zu sorgen, dass die anderen ihr Steuergeld nicht verprassen, nicht nach Peru schicken für Fahrradwege, nicht für Waffen ausgeben, mit denen Menschen erschossen werden und so weiter. Das als Landtagsabgeordneter. Ich möchte da noch kurz auf mein Lieblingsthema kommen, das ist die Kernenergie. Ich kann da im Landtag zwar nicht viel entscheiden, aber ich möchte das mal kurz skizzieren. Wir erleben es ja gerade alle, wir haben sehr, sehr teure Strompreise. Sie steigen immer weiter. Es gibt mittlerweile 14 Nationen in der Europäischen Union, die haben sich zur Kernkraftallianz zusammengeschlossen. Die einzigen, die wieder wie die Geisterfahrer auf der Autobahn sind, sind wir. Wir müssen das alles anders machen, alles teurer, viel besser. Besser in Anführungszeichen natürlich. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert nicht. Und ich werde ja auch immer mit der Frage konfrontiert, was machen wir mit dem Atommüll? Ja. Mit dem Atommüll ist es so, dass wir neue Kernreaktoren haben, die gerade erforscht und entwickelt werden und in den nächsten 5-6 Jahren etabliert sein sollen. Diese Reaktoren sollen die Abfälle, die Strahlabfälle bearbeiten können, sodass keine oder kaum Reststrahlung übrig bleibt. Das heißt, lassen Sie sich nicht erzählen, wir haben ein Problem mit Endlager, mit dem Atommüll. Und ich sage Ihnen auch eines, wenn das nicht funktioniert, dann stellen wir den ganzen Atommüll nach Berlin, und zwar zur SPD ins Willy-Brandt-Haus. Da sind sowieso schon alle verstrahlt, da macht das bisschen auch nichts mehr aus. Meine Damen und Herren, ich stehe jetzt seit 11 Jahren im Dienste der AfD. 11 Jahre, Wahnsinnszeit. In den letzten Jahren sind es erfreulicherweise immer mehr Mitstreiter geworden. Ich freue mich über jeden, der am 9. Juni seine Kreuze, muss man sagen, wir haben ja hier auch Kommunalwahl. Insbesondere möchte ich unser Paradedorf hervorheben, Gauersheim. Da kann man wirklich an jeder Stelle ein Kreuz machen bei der AfD, sei es Bürgermeisterwahl, Ortsbürgermeister. Für die Verbandsgemeinde treten wir an, Kreistag, Europawahl. Einen großen Applaus für unsere Vorreiter in Gauersheim. Die Gauersheimer können jetzt gar schon mal, können jetzt mal jubeln. Aber noch viel mehr würde ich mich heute darüber freuen, und ich glaube, da spreche ich für alle Redner und Funktionäre, die heute da sind. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn viele von Ihnen heute den Entschluss fassen. Auf jedem Platz haben wir einen Mitgliedsantrag hinterlegt. Sie können heute eine Erinnerung für die Ewigkeit schaffen. Sie haben später die Gelegenheit, Ihren Mitgliedsantrag hier vorne auf der Bühne abzugeben, ein Foto mit Frau Dr. Weidel zu machen. Und dann können Sie sagen, ich habe mich am 1.6. entschieden, als Alice Weidel da war, in die AfD einzutreten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir später sehr viele Mitgliedsanträge sehen. Und ich freue mich auf die anderen Redner. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alexander Jungblut.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, auch ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein. Ich möchte auch einleiten mit einem Wort des Dankes, nämlich an all jene, die dieses wunderbare Pfalz-Treffen möglich gemacht haben. Ich habe das gestern kurz mitbekommen. Viele sind seit gestern auf den Beinen, um das hier alles auf die Beine stellen zu können. Deshalb herzlichen Dank an alle Helfer, an den Kreisvorstand, an dich, lieber Damian, dass ihr das heute wieder möglich gemacht habt. Und ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen, weil der Damian hat gerade alles dazu gesagt, aber nach der schrecklichen Tat gestern ist mir eines aufgefallen und das finde ich wirklich immer abstoßend, nämlich was du auch gerade kurz angerissen hast, diese Position der CDU, die jetzt immer als Law and Order Partei daherkommt und immer dann, wenn so etwas Schreckliches passiert und die CDU sagt, sie würde das besser machen, dann sollen wir ihnen eigentlich immer genau zwei Worte nennen und diese Worte lauten Angela Merkel. Und wisst ihr, das Tolle an dem heutigen Treffen ist nicht nur, dass so viele Leute da sind, sondern dass tatsächlich so viele Interessenten da sind, dass so viele da sind, die sich das erste Mal heute die AfD ansehen wollen. Und dementsprechend kann es ja vielleicht sein, dass unter euch auch der ein oder andere unentschlossen ist und der heute nach hier gekommen ist mit der Frage, warum soll ich AfD wählen? Und ich möchte in dem Zusammenhang nicht auf Seite 76 unseres Wahlprogramms irgendwie verweisen, sondern ich möchte euch einmal Fragen stellen. Es gibt aktuell zwei Varianten von Problemen. Die erste Variante ist die, die euch die Altparteien und Medien zu verstehen geben. Die zweite Variante ist die, die wir als AfD definieren. So stelle ich euch jetzt folgende Fragen. Glaubt ihr, dass ein paar Betrunkene auf Sylt das größte gesellschaftliche Problem darstellen? Oder glaubt ihr, dass der Messerstecher von gestern eventuell das größere Problem ist? Glaubt ihr, dass das Problem an Schulen ist, dass diese nicht gendersensibel genug sind? Oder glaubt ihr, es ist schlimmer, wenn an Problemschulen eure Kinder als Scheißdeutsche und Kartoffeln beschimpft werden? Glaubt ihr, dass der Wahlverlierer bei den Kommunalwahlen in Thüringen die AfD ist, die ein Plus von 8,1% hat? Oder glaubt ihr, dass der Wahlverlierer FDP und Grüne sind, die zusammen noch nicht mal auf diese 8,1% kommen? Ihr habt also die Wahl zwischen diesen beiden Positionen. Wenn ihr zu jenen gehört, die an die konstruierten Probleme und Fake News der Medien und Altparteien glauben, dann tut ihr mir leid. Wenn ihr aber die wirklichen Probleme unserer Zeit erkennt und wenn ihr mithelfen wollt, dass wir dies verändern, dann wählt ihr AfD. Und ich bin mir sicher, wir kommen jetzt in die letzte Wahlkampfwoche. Und in dieser letzten Wahlkampfwoche wird es nochmal richtig Kampagnen der Medien gegen uns als AfD geben. Das verspreche ich euch. Und ich sage euch eins, wenn die x-te Medienkampagne gegen die AfD gefahren wird, wenn der nächste C-Promi unserer Gesellschaft ein Verbot der AfD fordert, dann werdet ihr feststellen, dass immer noch Männer mit Macheten auf Volksfesten rumlaufen und dass sich Frauen weiterhin nicht in die Parks ihrer Stadt trauen werden. Und all diese Probleme werden wir demnächst auch auf europäischer Ebene wieder lösen. Unsere Idee ist die eines Bundes freier europäischer Nationen, einer europäischen Gemeinschaft demokratischer Staaten, die sich achten und miteinander handeln. Wir wollen kein hochbürokratisiertes Konstrukt, wie die EU es ist. Wir wollen kein Konstrukt, in dem sich einige über andere erheben. Wir wollen keine EU-Zentralstaat. Wir wollen ein Europa der Freiheit. Wir wollen ein Europa der Vaterländer, liebe Freunde.
Und natürlich muss es im europäischen Kontext vor allem darum gehen, dass wir deutsche Interessen bewahren. Als jemand, der sich mit Finanzpolitik vor allem beschäftigt, sage ich euch, es muss Schluss damit sein, dass wir Deutsche Zahlmeister Europas sind. Wir haben im europäischen Vergleich mit die geringste Wohneigentumsquote. Wir haben ein hohes Renteneintrittsalter bei relativ niedrigen Rentenbezügen. Solange das so ist, brauchen wir unser Geld für unsere Bürger, nicht für die Bürger der EU und erst recht nicht für Radwege in Peru, liebe Freunde. Und wir haben heute eine ganze Reihe an wirklich tollen Rednern da und ich möchte einmal ganz kurz auf den René zu sprechen kommen. Nämlich, der René ist zum einen der wahrscheinlich stärkste Mann, den wir ins EU-Parlament schicken, aber er ist auch stellvertretender Landesvorsitzender in Thüringen, also des Bundeslandes, in dem wir dieses Jahr das erste Mal einen Ministerpräsidenten stellen werden. Und wenn es auch noch so viele lächerliche Verfahren wegen Nichtigkeiten gegen ihn geben wird, am Ende des Jahres wird dort ein Ministerpräsident Björn Höcke heißen. Und neuerdings muss sich Björn Höcke immer, es sind ja unterschiedliche Sachen, vor denen er vor Gericht steht, und er muss sich neuerdings für folgende Aussage verantworten. Deutschland sei keine funktionierende Demokratie mehr. Wer also glaubt, dass etwas mit der Demokratie in diesem Land nicht ganz so funktioniert, wie es funktionieren sollte, was geschieht mit dem? Der wird vor Gericht gezerrt. Der wird durch den sogenannten Verfassungsschutz beobachtet. Und er muss damit rechnen, wenn die Vorstellungen wahrgemacht werden, dass er gesellschaftlich geächtet wird. Mit solchen Methoden wollen euch unsere Gegner überzeugen, dass ihr alle endlich akzeptiert, dass wir im ach so besten, freiesten, ach so sichersten Deutschland aller Zeiten leben. Aber ich sage euch, wer den Bürgern die Freiheit nimmt, wer sie bespitzelt, wer dafür sorgt, dass sich Bürger nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, der ist eben kein Demokrat, liebe Freunde. Und diese Kategorie von Denunzianten, die begegnet uns dieser Tage immer öfter. Und ein Phänomen, das wir im Wahlkampf immer wieder beobachten dürfen, sind Omas gegen Rechts. Diese Omas gegen Rechts meinen, sie stehen ein für ihre Enkel. Und wie danken es ihnen die jungen Menschen? Sie wählen AfD. Denn die AfD ist gemäß einer Studie bei Jugendlichen zwischen 14 und 29 Jahren die beliebteste Partei. Deshalb sage ich euch, liebe Omas gegen Rechts, geht ihr mal fleißig demonstrieren. Eure Enkel wählen derweil AfD. Deshalb denke ich, unsere Jugend will die AfD und unsere Jugend will Deutschland. Und was mich heute am allermeisten gefreut hat, war der erste Eindruck, als ich hier hingekommen bin. Und ich mache eine ganz kleine Anekdote. In einem Wahlkampf machen wir wirklich viele, viele Podiumsdiskussionen. Und wir stellen tatsächlich fest, wie gut der Zuspruch in den Schulen ist. Wir stellen fest, dass die Lehrer hinter den Schülern stehen und sagen, hier, geht mal ein bisschen aggressiver gegen die an, aber die Schüler sind bei uns. Und es sind heute tatsächlich eine ganze Reihe von Schülern, die auf diesen Podiumsdiskussionen waren. Die sind heute hier im Saal und euch möchte ich nochmal ganz herzlich willkommen heißen, liebe Schüler.
Und deshalb auch der Appell an euch alle. Macht bei uns mit, schließt euch uns an, helft uns, dass wir dieses Land wieder nach vorne bringen. Werdet Mitglied, macht mit. Helft uns mit, dass wir eine Zukunft für diese Jugend haben, die auf unserer Seite ist. Helft uns mit, dass wir endlich wieder ein freies Deutschland haben, dass wir wieder ein freies Europa haben. Macht mit, gebt uns unsere Stimme am 9.6. Kommunalwahl, Europawahl, wählt AfD. Vielen Dank. Applaus für Christine Brinker. So, liebe Gäste, liebe Freunde, ein weiter Weg von Berlin und hier auf der Bühne. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf als Berlinerin, vor allen Dingen in der schönen Pfalz, in der schönen Weinregion. Ich verrate mal ein Geheimnis. Meine Familie, ja, trinkt schon seit Jahren immer Pfälzerwein. Wir bestellen uns den immer nach Berlin und der ist großartig. Ein großes Lob an die Winzerregion Pfalz. Ja, ich möchte aber auch die Gelegenheit heute nutzen. Ich habe überlegt, worüber spreche ich heute hier mit Ihnen im Saal. Wir kennen alle die aktuellen Ereignisse. Meine Vorredner haben ja schon darüber gesprochen. Ich möchte die Gelegenheit heute nutzen und von einigen Geschehnissen, aktuellen Geschehnissen in Berlin berichten. Berlin ist ja bekanntlich die deutsche Hauptstadt und sollte ein Aushängeschild für unser Land sein. Aber wie Sie alle wissen, macht Berlin oft negative Schlagzeilen bundesweit. Nämlich Schlagzeilen, über die ich mich als Berlinerin nicht freuen kann. Im Gegenteil, was passiert, raubt einem manchmal wirklich den Verstand. Schauen wir uns zum Beispiel die aktuellen Geschehnisse an der renommierten Humboldt-Universität an. Dort wird mit Duldung der Universitätspräsidentin wohlgemerkt das Sozialwissenschaftliche Institut von Israel-Hassern besetzt. Die besetzten Räume konnten am Ende nur durch Polizeieinsätze geräumt werden. Zurück blieben von den Besetzern beschmierte, verwüstete, zerstörte Uniräume, in denen bis auf Weiteres nicht mehr gelehrt werden kann. Und, liebe Freunde, jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, diese Unibesetzung und Zerstörung hätten Rechte gemacht. Täglich finden in Berlin, in Neukölln vorzugsweise, Demonstrationen statt mit teilweise tätlichen Übergriffen auf die Polizei und mit Plakaten, auf denen unter anderem steht, bald brennt Berlin. Jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, Rechte würden täglich demonstrieren, die Polizei angreifen und drohen, Berlin anzuzünden. Auf das Rathaus in Berlin-Tiergarten wurde kürzlich ein Brandanschlag verübt, verbunden mit üblen Schmierereien, an den Fassaden steht, brennt Gaza, brennt Berlin. Es entstand erheblicher Sachschaden. Stellen Sie sich mal vor, Rechte hätten diesen Brandanschlag auf das Rathaus verübt, hätten gedroht, die ganze Stadt anzuzünden. Und auch auf die Geschäftsstelle und Fahrzeuge der Gewerkschaft der Polizei wurde erst kürzlich ein Anschlag verübt. Bilanz, eingeworfene Scheiben, zerstörte Fahrzeuge, großflächige Farbschmierereien. Und stellen Sie sich vor, Rechte hätten Geschäftsstelle und Fahrzeuge der Polizei verwüstet und zerstört. Merken Sie es? Merken Sie, wie mit zweierlei Maß gemessen wird? Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch auf das bundesweit aufsehenerregende Ereignis aus Berlin in den aktuellen Geschehnissen in Sylt gegenüberstellen. Ich frage Sie, warum soll eine offensichtlich betrunkene junge Frau, die auf Sylt rassistische, dämliche Parolen gegrölt hat, von der Uni fliegen, während jemand, der in Berlin einen jüdischen Studenten tätlich auf dem Unigelände angegriffen hat, an der Hochschule bleiben darf? Ist rassistisch motivierte Gewalt weniger schlimm als eine rassistische Parole? Oder kommt es darauf an, wo die Täter ideologisch zu verorten sind und gegen wen sich der Rassismus eigentlich wendet? Liebe Freunde, liebe Gäste, was ist denn aus unserem Artikel 3 Grundgesetz geworden? Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Laut unserer Bundesinnenministerin Faeser kommt ja die größte Gefahr in Deutschland von rechts.
Wirklich? Wir erleben derzeit in der Tat etwas völlig anderes. Die aktuellen Vorkommnisse in Berlin und in ganz Deutschland sprechen eine völlig andere Sprache. Und wir erleben, wie eine Regierung, die einzige Opposition, die es hier in Deutschland und in den Bundesländern gibt, denunziert und diffamiert. Wie ein Verfassungsschutz politisch instrumentalisiert wird, anstatt sich um echte Verfassungsfeinde und Demokratieverächter zu kümmern, oder lässt sich die Ankündigung und Ausrufung des Kalifats mit unserem Grundgesetz vereinbaren? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Und ich möchte Ihnen noch was aus Berlin berichten. An Berlins Schulen gibt es täglich mindestens 5 Polizeieinsätze. An Berlins Schulen. Wegen Bedrohung, Raub, Körperverletzung, Roheitsdelikte. Schulen sind immer weniger Lernorte, sie verkommen zu Tatorten. Das können wir doch nicht zulassen, liebe Freunde. Das muss sich ändern und das ändert sich nur mit uns, mit der AfD. Mein lieber Kollege Jungblut hat schon angesprochen, wir haben durch eine parlamentarische Anfrage in Berlin herausgefunden, dass es im vergangenen Jahr 111 Gruppenvergewaltigungen in Berlin gab. 111 Gruppenvergewaltigungen. Gruppenvergewaltigung heißt ein Opfer, mehrere Täter. Der öffentliche Raum, der öffentliche Personennahverkehr in Berlin bietet zu wenig Schutz, zu wenig Sicherheit, vor allem für Mädchen und junge Frauen. Und ich kann Ihnen eins berichten. Wenn meine Kollegen und ich in den Schulen in Berlin unterwegs sind, bei Podiumsdiskussionen, interessieren sich inzwischen vornehmlich Mädchen für das Thema innere Sicherheit. Vor wenigen Jahren waren deren Lieblingsthemen noch Soziales, Klima, Weltrettung. Dieser Umschwung passiert doch nicht von ungefähr, sondern hat Gründe. Diese Mädchen und Frauen haben Angst. Angst davor, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Und das können wir nicht zulassen. Und das werden wir auch nicht zulassen. Liebe Damen und Herren, das sind nur einige wenige Beispiele, was wir aktuell in Berlin erleben und was passiert. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin leidenschaftliche Berlinerin. Ich möchte, dass sich die Berliner in ihrer Stadt genauso wohlfühlen und zu Hause fühlen wie die Menschen hier in der schönen Pfalz oder in den vielen anderen schönen Regionen unseres Landes. Da müssen sich alle zu Hause und wohlfühlen. Wir wollen uns in unserer Heimat sicher, beschützt und gut aufgehoben wissen. Wir wollen Regierungen, die die Probleme lösen und nicht neue Probleme schaffen, egal ob auf Kommunal-, Landes- oder Bundesebene oder auch in der EU. Und dafür treten wir an und dafür brauchen wir jede einzelne Stimme, auch von Ihnen. Wir wollen wieder gesellschaftlichen Zusammenhalt statt Ächtung und Denunziation und Spaltung. Wir wollen Wirtschaftswachstum, ein Wohlstandsversprechen für alle Bürger, die sich mit uns, mit unserer Kultur, mit unserer Heimat identifizieren. Stattdessen wandern immer mehr Unternehmen aus Deutschland ab, wegen zu hoher Energie- und Produktionskosten, wegen Mangel an Arbeitnehmern, wegen der ausufernden Bürokratie. Und lassen Sie sich bitte nicht ins Boxhorn jagen von diesen unsinnigen Behauptungen. Fachkräfte würden Deutschland wegen uns, wegen der AfD verlassen. Was für ein hanebüchener Unsinn, meine Damen und Herren. Echte Fachkräfte kommen nicht zu uns wegen der zu hohen Steuer- und Abgabenlast, wegen der fehlenden Digitalisierung, wegen der überbordenden Bürokratie, wegen der Wohnungsnot und auch wegen des immer schlechter werdenden Bildungsstandards in den Schulen für deren Kinder. Das spricht sich rum und das ist die wahre Ursache. Auf der anderen Seite, Unternehmen und gut ausgebildete Fachkräfte verlassen unser Land aus genau den gleichen Gründen. Und diese Gründe wurden von allen anderen Parteien geschaffen, die bisher in Regierungsverantwortung waren. Und das muss sich zwingend ändern. Wir brauchen unsere Unternehmen, unseren Mittelstand, unsere Handwerker, damit wir im weltweiten Wettbewerb weiter bestehen können. Lassen Sie uns gemeinsam
dafür sorgen, dass politische Entscheidungen wieder für unser Volk, unsere Nation und unsere Unternehmen getroffen werden. Wir brauchen die Politik für uns, für die Bürger, die Menschen, die sich identifizieren können mit uns, mit unserer Kultur und unserer Lebensweise. Und lassen Sie mich eins sagen. Ich bin im Ostteil Deutschlands aufgewachsen. Ich kenne das unfassbar gute Gefühl, 1989 endlich als Bürger eines vereinten Deutschlands individuelle Freiheit erleben zu dürfen. Frei von staatlichen Zwängen, von Kontrolle, von Gängelung. Das Recht auf freie Entfaltung, die Glaubensfreiheit, die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit, Wissenschaftsfreiheit, das war für mich und das war auch für viele DDR-Bürger ein unfassbares Geschenk mit einem unschätzbaren Wert. Und deshalb... Und deshalb müssen wir ein besonderes Augenmerk auf den Erhalt unserer demokratischen Freiheit, unserer Rechte, aber auch Pflichten legen. Freiheit heißt auch offen, über die Sorgen und Nöte der Bürger, der Menschen offen zu sprechen, ohne sprachliche und inhaltliche Vorgaben. Es muss offen diskutiert werden können. Das ist das Wesen der Meinungsfreiheit. Und meine Damen und Herren, noch nie gab es aktuell so große Bedenken, seine politische Meinung frei zu äußern in Deutschland. Ende letzten Jahres gaben nur noch 40% der Deutschen an, sie können ihre Meinung offen sagen. 40%. 1990, nach dem Fall der Mauer, waren es noch 78%. Eine dramatische Abwärtsentwicklung, die wir hier erleben. Gerade die Meinungsfreiheit ist das explizite Grundrecht in unserem Grundgesetz verankert. Und das brauchen wir wieder. Wenn immer mehr Bürger Sorge haben, ihre Meinung offen zu sagen, muss und sollte uns das zu denken geben. Meine Damen und Herren, unsere Demokratie muss wieder mit Leben gefüllt werden. Dazu brauchen wir den Diskurs. Lassen Sie uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir offen und ehrlich reden und debattieren. Es darf keine Tabus geben. Als Jugendliche habe ich in der DDR erlebt, was das heißt, im öffentlichen Raum anders reden zu müssen als in vertrautem Umfeld. Mit dem Fall der Mauer habe ich wirklich gedacht, dass es nie wieder zu solchen gesellschaftlichen Verwerfungen hier in Deutschland kommen kann, wie sie in der DDR erlebt und spürbar gewesen sind. Umso besorgter bin ich jetzt angesichts der aktuellen Diskursverengung, der Ausgrenzung von Meinungen, der zunehmenden existenziellen Angst von Menschen, die nichts anderes wollen, als sich frei zu äußern und eine freiheitliche Gesellschaft zu bauen. Deshalb bitte ich Sie und fordere Sie auf, lassen Sie uns unsere Demokratie mit echtem Leben erfüllen, mit der Freiheit des Wortes und mit der individuellen Freiheit jedes Einzelnen. Und Sie, die sich heute hierher begeben haben, uns zuhören, sind der beste Beweis dafür, dass noch nichts verloren ist, sondern dass wir auf einem guten Weg sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, machen Sie Gebrauch von Ihrem Wahlrecht. Das ist das Entscheidende. Wählen Sie vor allen Dingen demokratisch. Wählen Sie blau. Und zu Damian mit dem Atommüll in Berlin, darüber reden wir gleich noch. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich glaube, ich bin hier in die Pause reingeplatzt. Kann das sein? Ich bin da noch gar nicht dran, aber ich habe mir gedacht, bevor hier niemand am Mikro steht, stelle ich mich hier hin. Ich bin sozusagen die Pausenglocke, liebe Freunde. Kommt rein, es geht weiter. Draußen habe ich noch welche im Foyer. Ihr könnt mir auch gerne eine Tasse Kaffee mitbringen, vielleicht hört es jemand. Tasse Kaffee mit Vollmilch. Ich bin viele Stunden Auto gefahren und muss nachher nochmal. Das war wirklich ernst gemeint, das ist kein Witz.
Also all diejenigen von euch, die sich auch noch was da draußen holen wollen, bitteschön. Ich fange auch noch nicht an mit meiner Rede, weil ich bin ja auch noch gar nicht dran. Ich darf ankündigen als nächsten Redner den René Aus und Sebastian Münzenmeier und dann mich selbst. Und verbleibe bis dahin mit herzlichen Grüßen von hier vorne Ihrer Pausenglocke. Sebastian Münzenmeier. Vielen herzlichen Dank für diese nette Begrüßung und vielen herzlichen Dank und viele Grüße an alle Laudern-Fans, die heute hier im Publikum sind. Ich habe ja einige gehört. Das freut mich nach letztem Samstag natürlich ganz besonders. Aber ich glaube, meine Vorredner haben es schon angesprochen, nach einem Ereignis wie gestern muss man mal darüber sprechen, was auf deutschen Straßen eigentlich los ist in diesem Land. Und man muss auch darüber sprechen, dass diese Tat gestern, und ich wünsche an dieser Stelle allen Verletzten alles Gute, lieber Michael Stürzenberger, von dieser Stelle aus ganz herzliche Grüße ins Krankenhaus. Wir drücken alle die Daumen, dass allen Verletzten bald wieder gut geht. Und man muss leider sagen, dass diese Tat gestern auf offener Straße in Mannheim zwei der größten Probleme dieses Landes wie unter einem Brennglas noch mal verdeutlicht hat. Und das erste Problem, darauf hat Christian Brinker auch schon ist kurz darauf eingegangen, ist das Problem der Meinungsfreiheit in diesem Land. Denn wenn Sie die etablierten Medien gelesen haben gestern Abend, zum Beispiel ARD oder WDR oder was auch immer, dann stand da Messerangriff auf offener Straße. Michael Stürzenberger und die Bürgerbewegung Pax Europa, die anderen Vertreter, die dort standen, die wurden ja nicht angegriffen, weil sie einfach zufällig da standen. Die wurden angegriffen, weil sie über den politischen Islam aufgeklärt haben. Und wenn Menschen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen und auf Probleme des politischen Islams in Deutschland hinweisen, werden diese auf offener Straße abgestochen. In was für einem Land leben wir eigentlich, meine Damen und Herren? Das ist eine Frechheit und jeder Altparteienpolitiker, der diese Menschen, die mit Messern über unsere Marktplätze stolpern, jeder, der diese in dieses Land geholt hat, der sollte sich schämen, der sollte zurücktreten, denn er ist politisch mitverantwortlich für solche Taten in Deutschland. Und der Meinungskorridor in Deutschland, der wird doch immer enger. Christian Brinker hat es angesprochen. Kaum jemand traut sich noch draußen seine Meinung zu sagen. Und die Leute, die den Kopf hinhalten, die ihre Meinung sagen, die werden bestraft. Björn Höcke hat eine Geldstrafe bekommen. Er soll 13.000 Euro dafür bezahlen, dass er etwas gesagt hat, was in jedem Land dieser Welt ganz normal wäre, außer in Deutschland. Unsere bezaubernde Moderatorin Marie-Therese Kaiser, die hat einen Facebook-Post gemacht, wo sie darauf hingewiesen hat, dass Afghanen überproportional bei Vergewaltigungen vertreten sind in der Kriminalstatistik. Und sie wurde dafür wegen Volksverhetzung verurteilt und soll 6.000 Euro Strafe bezahlen. Meine Damen und Herren, diese Altparteienpolitiker, diese woken Eliten, die Medienvertreter da draußen, es ist eine Schande für dieses Land, was diese Menschen machen. Und wir werden alles dafür tun, dass wir das Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen und dass wieder Vernunft einkehrt, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, ich habe mal gelernt, dass die Grundlage einer jeden Demokratie die Meinungsfreiheit ist. Denn nur wenn verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, wenn der Kampf um das beste Argument stattfindet, und zwar nicht mit Messern wie in Mannheim, sondern mit Argumenten, dann kann Demokratie überhaupt funktionieren. Und es gibt ein Zitat, das Voltaire zugeschrieben wird. Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei äußern dürfen. Ich würde mir wünschen, dass Politiker, Medienvertreter oder auch die Kirchen und Gewerkschaften, dass sie sich dieses Zitat hinter die Ohren schreiben. Aber wissen Sie, was mein Eindruck ist? Die Genannten orientieren sich eher an dem ugandischen Diktator Idi Amin. Der hat nämlich mal gesagt, there is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. Und dieser Diktator aus Uganda, Gott sei Dank ist er tot, weil ansonsten wäre er wahrscheinlich Asylbewerber in Ludwigshafen oder irgendwo mittlerweile. Aber
Aber dieser Diktator, der als Menschenschlechter in die Geschichte eingegangen ist, Hunderttausende von Toten in seinem Land, der hat das gesagt, was leider viel zu viele Menschen da draußen leben. Unsere Gegendemonstranten, heute sind sie ja gesittet, aber die laufen immer rum gegen Hass und Hetze und singen dann währenddessen, ganz Kirche am Boland und hasst die AfD. Die sind so doof, die merken nicht mal selber, was sie erzählen. Für Demokratie sind sie immer, aber nur, wenn man ihre eigene Meinung vertritt. Und es ist doch mittlerweile typisch und nicht erst seit gestern so, seit über 10 Jahren versucht man uns zu diffamieren und immer wieder in eine Ecke zu drängen. Erinnern Sie sich noch 2013, als die AfD gegründet wurde? Wer damals gegen die fatale Euro-Rettung war, war plötzlich ein Gegner Europas. Wer 2015 darauf gedrängt hat, dass geltendes Recht eingehalten wird, der wäre Ausländerfeind. Wer in der Corona-Zeit sich für Freiheit und für die Grundrechte der Bürger eingesetzt hat, war plötzlich Schwurbler und Verschwörungstheoretiker. Und wer sich heute hinstellt und sagt, ich wünsche mir mehr Diplomatie und ich bin gegen Waffenlieferungen, der ist Putin-Knecht, meine Damen und Herren. Seit wir 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, hat man uns immer wieder gesagt, wir werden die AfD inhaltlich stellen. Darauf warte ich bis heute. Wann geht das los? Und deswegen an dieser Stelle nochmal, wir haben ja einen Livestream, ich bin mir sicher, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, zu deren Veranstaltung kommen ja nicht mal 10% von dem, was heute los ist, die sitzt zu Hause mit Sicherheit auf der Couch und guckt den Livestream, damit sie mal sieht, was hier los ist. Und deshalb an dieser Stelle ganz herzliche Grüße an Malu Dreyer. Liebe Malu, hör auf, dich in der Staatskanzlei zu verschanzen. Stell dich uns, ich habe schon mehrfach ein Fernsehduell angeboten, ich warte immer noch auf eine Antwort. Auf geht's, wir sind bereit. Austausch der Argumente und ich bin sicher, wir werden gewinnen, meine Damen und Herren. Und wenn wir auf die Tat von Mannheim zurückschauen, dann gibt es eben noch ein zweites Grundübel, das sich wieder einmal offenbart hat. Und es ist die Massenmigration seit 2015 und die damit verbundenen Folgen. Wir haben Millionen Fremde, die in den letzten Jahren in unser Land geströmt sind. Und diese Menschen haben ganz andere Vorstellungen und Werte mitgebracht, wie die, die wir von unseren Vorfahren erlernt haben. Da geht es um das archaische Frauenbild. Da geht es offensichtlich um eine gewisse Messeraffinität. Da geht es um extreme Gewaltbereitschaft. Und da geht es um Traditionen und Werte, die mit den unseren so gar nichts zu tun haben. Und es ist ja mittlerweile nicht nur ein Empfinden oder ein Gefühl, was uns immer vorgeworfen wird, sondern es lässt sich ganz klar auch in Zahlen, Daten, Fakten darstellen. Vor ungefähr einer Woche wurde die polizeiliche Kriminalitätsstatistik vorgestellt. Und wir haben im Bereich PMK, ausländische Ideologie, einen Anstieg der Kriminalität um 33%. Und wir haben im Bereich PMK, religiöse Ideologie, zum Beispiel Islamismus, einen Anstieg von 203%. Und meine Damen und Herren, während diese Zahlen öffentlich sind und allen bekannt, stellt sich Nancy Faeser, eine Unperson, stellt sich Nancy Faeser hin und regt sich über irgendwelche Rollator-Gangs auf oder dass betrunkene Jugendliche auf Sylt mal das falsche Lied gegrölt haben. Meine Damen und Herren, auch diese Frau ist eine Schande für unser Land. Sie sollte zurücktreten. Und dabei könnte der Job als Innenminister doch gar nicht so schwer sein. Nancy Faeser sollte sich doch einfach mal zu Herzen nehmen, was ganz normale Menschen da draußen erleben. Die sagen nämlich, ich möchte, dass wenn meine Tochter oder meine Freundin oder meine Frau abends aus dem Haus geht, möchte ich mir keine Sorgen machen und ich möchte nicht sehen, wie die mehrere Dosen Pfefferspray in die Hand da steckt. Ich möchte eben nicht, dass jeder Park mittlerweile kein Rückzugsort für Familien, sondern für Drogendealer geworden ist. Und ich möchte eben nicht durch deutsche Innenstädte laufen,
wo sich Dönerläden, Euroshops und Shisha-Bars eigentlich nur noch darum streiten, wer das Geld schneller wäscht, meine Damen und Herren. Das möchten wir nicht. Und dann ist diese Altparteienpolitikerbande ja noch so vermessen, nicht nur, dass sie diese Menschen hier reingeholt hat, sondern sie alimentiert sie auch noch mit ihrem Geld. Also wenn Sie zu den Menschen gehören, die morgens früh aufstehen, die arbeiten gehen, die Steuern bezahlen, weil sie was aufbauen wollen für sich und vielleicht für ihre Kinder, na dann herzlichen Glückwunsch. Weil Sie sind diejenigen, die ausgepresst werden. Sie alimentieren die Menschen, die da draußen in der sozialen Hängematte Bürgergeld sich hinlegen. Und Sie alimentieren die Menschen, die noch nie einen Cent in unsere Sozialsysteme eingezahlt haben, aber sehr wohl davon profitieren wollen. Und dann wird immer gesagt, naja, die Mehrheit da draußen sieht das anders wie wir. Die Mehrheit findet das alles super. Naja, ich hätte da einen ganz konkreten Vorschlag. Sie alle machen eine Steuererklärung, gehe ich davon aus. Wir könnten doch zur Steuererklärung so ein Beiblatt hinzufügen und da könnte jeder, der Steuern bezahlt, ankreuzen, wo seine Priorität der Steuergeldverwendung liegt. Also ein paar Beispiele. Man könnte so ein Kreuz machen, entweder die Grundschule vor Ort sanieren oder die Radwege in Peru, dürfen Sie aussuchen. Oder bessere Bildung in Deutschland oder Genderprojekte in Rumänien, kann man sich aussuchen. Und ich bin mir sicher, dass 80% der Menschen da draußen ihr Steuergeld lieber dafür ausgeben, dass Oma Gisela eine bessere Rente hat, als statt Mutumbu aus Uganda sich hier in Deutschland die Zähne richten lassen kann, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, jeder, der da draußen die Ampelparteien, aber auch die CDU/CSU noch wählt, der wählt doch sehenden Auges das Verderben. Diese Regierung, die Altparteien, die wirtschaften unser Land ab. Das ist klar erkennbar. Dafür muss man kein Prophet sein. Das sehen Sie jeden Tag, selbst wenn Sie die Medien noch konsumieren, die das ja alles etwas abschwächen. Trotzdem lesen Sie jeden Tag, was hier passiert. Arbeitsplätze werden abgebaut. Messermorde, Vergewaltigung und so weiter und so fort. Jeden Tag können Sie es mitbekommen. Und das liegt daran, dass diese Menschen in den Altparteien eigentlich alles das ablehnen, was uns wichtig ist. Sie lehnen das Konzept der Familie ab, der Nation, unseres Volkes, ganz böser Begriff, und unserer Identität. Das ist ihnen nämlich nicht wichtig. Sie sind Teil einer woken Elite. Und vielleicht hat der ein oder andere später bei einem Bier mal Zeit, mir zu erklären, warum diese Menschen sich überhaupt Elite schimpfen. Wenn ich mir anschaue, wie uns Annalena Baerbock auf der Weltbühne blamiert. Wenn ich mir anschaue, wie Robert Habeck als Wirtschaftsminister nicht mal weiß, was Insolvenz bedeutet. Und wenn ich mir dann anhören muss, dass Ricarda Lang uns Ernährungstipps mit auf den Weg gibt, dann würde ich den Begriff der Elite stark in Zweifel ziehen. Aber diese Menschen sind der Meinung, sie hätten am liebsten ein neues Weltbürgertum. Wir sind alles keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch das große Brüssel. Und die woke Elite schreibt uns dann vor, an welchen Feiertagen wir die Regenbogenflagge vors Haus zu hängen haben. Meine Damen und Herren, das ist was, das machen wir nicht mit. Wir wissen, dass zu einer Familie Vater und Mutter zum Beispiel gehören und dass es eben nur zwei Geschlechter auf dieser Welt gibt. Wir verteidigen unsere Werte, unsere Bräuche und unsere Traditionen. Das fängt bei Kleinigkeiten an. Ja, es ist und bleibt der Weihnachtsmarkt und nicht der Winterzauber, meine Damen und Herren. Dieses Land ist nicht das Land der schon länger hier Lebenden oder irgendein Siedlungsgebiet. Dieses Land ist Deutschland. Es ist das Land unserer Vorfahren und es ist unsere Heimat. Und wir sind stolze Deutsche. Und wir sind wahre Europäer. Warum sage ich das dazu? Weil echte Europäer lieben die Vielfalt in Europa. Wir lieben Frankreich, weil es französisch ist. Wir lieben Italien, weil es italienisch ist. Und wir lieben Deutschland, weil es deutsch ist, meine Damen und Herren.
Und wenn Ihnen Ihr Land, Ihre Familie, gewisse Traditionen und Werte am Herz liegen, dann gibt es für Sie am 9.6. nur eine Option. Weil egal, welche andere Partei Sie wählen, werden Sie in diesem Bereich Abstriche machen. Ja, auch die AfD ist nicht ohne Fehler, keine Frage. Aber es dreht sich nicht darum, ob Ihnen vielleicht eine Kleinigkeit nicht gefällt. Es geht jetzt darum, ob die Art, wie wir leben und wie wir leben möchten, auch in 10, 15 Jahren überhaupt noch Bestand hat. Und deswegen meine Bitte an jeden von Ihnen ganz persönlich. Gehen Sie am 9.6. wählen. Nehmen Sie Freunde, Verwandte, Bekannte und Ihre Arbeitskollegen mit. Und lassen Sie uns alle gemeinsam dafür sorgen, dass wir dieses Land, so wie wir es schätzen gelernt haben, auch die nächsten 10, 15 Jahre noch bewahren können. Ich danke Ihnen. Einen herzlichen Applaus für René Aust. Vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank auch für die lieben Worte, liebe Marie. Du machst das hier heute ganz hervorragend. Einen großen Applaus auch für dich. Und es ist wirklich toll, heute wieder hier bei diesem Pfalz-Treffen dabei zu sein, als Patriot unter Patrioten. Genau das, diesen Spirit, diesen Geist werden wir jetzt noch eine Woche lang mit in diesen Wahlkampf nehmen. Und dann werden wir alle überraschen, wenn wir das beste bundesweite Ergebnis in der Geschichte unserer Partei erreichen. Und ich weiß, es war bis hierhin ein harter Wahlkampf. Darauf konnten wir uns vorbereiten. Aber es ist doch so, wie es immer war. Wenn wir von Höhepunkt zu Höhepunkt geschritten sind, wenn wir neue Höhepunkte in den Umfragen erreicht haben, was kam dann? Die nächste Kampagne. Man hat uns runtergeschrieben. Man hat uns versucht, zu Boden zu ringen. Ist es Ihnen gelungen? Nein, wir kamen aus jeder einzelnen Krise stärker hervor, als wir hier reingegangen sind. Und das liegt an euch. Das liegt an euch, die ihr treu zur Sache steht. Das liegt an euch, die ihr ehrenamtlich die Plakate hängt. Ich danke euch von Herzen für euer Engagement. Ihr seid diejenigen, warum unser Land überhaupt noch eine Alternative hat. Wenn wir uns die Geschehnisse von gestern anschauen, dann werden jetzt wieder ganz viele Menschen darüber nachdenken, wie sie sich verhalten, wie sie in der kommenden Woche wählen. Und sie werden sich daran erinnern, dass es eine Partei gibt, die stolz zu ihren eigenen Überzeugungen steht, die nicht einknickt vor dem Zeitgeist, die nicht einknickt vor dem Gegenwind, sondern dabei bleibt. Wir sind diejenigen, die vorangehen. Und darum haben diese Menschen eine Hoffnung. Und darum werden wir nächste Woche alle überraschen, meine Damen und Herren. Und jetzt schreiben Sie ja wieder, angeblich sind wir bei 15% oder angeblich sind wir bei 14%. Diese Scheinwelt, die dort aufgebaut wird von Journalisten und auch von Demoskopen, was sie in der Realität wert ist, ja, das haben wir in der vergangenen Woche in Thüringen gesehen. Eine beeindruckende Wahlniederlage gab es in der vergangenen Woche, wenn man den Zeitungen glauben darf. Als einzige Partei haben wir über 8% im Landesdurchschnitt hinzugewonnen. Wir sind in 9 von 17 Landkreisen die stärkste Kraft geworden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Presselandschaft, nichts Niederlage. So sehen Sieger aus. Und genau. Das verdanken wir den Ehrenamtlern. Und wie viel Heldenmut dazugehört heutzutage, sich nicht nur auf eine Bühne zu stellen und eine Rede zu halten und zu seinen eigenen Überzeugungen zu stehen, sondern auf einen Marktplatz zu gehen und seinem Recht auf Meinungsfreiheit nachzukommen, das haben wir gestern gesehen. Und deswegen, ich möchte das nur ganz kurz, weil dazu heute schon viel gesagt worden ist, eines deutlich machen. Wir haben vor uns die Fußball-Europameisterschaft. Es werden viele Millionen Gäste aus ganz Europa in unser Land kommen. Und deswegen gilt es jetzt, drei Dinge zu tun als Sofortprogramm, um diese Gäste, aber auch unsere Bevölkerung zu beschützen. Das erste ist,
Die sogenannte Verwaltungshaft muss erleichtert werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass diejenigen, die als Gefährder bekannt sind, präventiv in Haft genommen werden, bevor sie ihre schrecklichen Taten erreichen und begehen. Und wie sehr sich die politische Landschaft in diesem Land verändert hat und wie schlechter das Personal geworden ist, das können Sie daran erkennen. 1972, als es das Olympia-Attentat gegeben hatte, hat die damals sozialliberale Koalition genau das gemacht. Sie hat die Bevölkerung beschützt, indem sie diejenigen festgenommen hat und diejenigen ausgewiesen hat und diejenigen abgeschoben hat, von denen sie wussten, dass sie eine Gefahr sind. Diese Durchsetzungsfähigkeit brauchen wir auch heute und darum braucht es Erleichterung bei der Verwaltungshaft. Das ist Punkt 1. Punkt 2 als Sofortmaßnahme an diese Bundesregierung und ich fordere sie dazu auf, jeder Ausländer, der in diesem Land raubt, mordet oder vergewaltigt, der muss seine Haftstrafe in seinem Heimatland absitzen. Diese Leute müssen das Land verlassen. Und das Dritte, das wir benötigen, das ist die Festung Europa. Wir brauchen die lange von Frau Meloni geforderte Seeblockade, dass alle die Schiffe, die sich auf dem Weg illegal nach Europa machen, dorthin gebracht werden, wo sie hergekommen werden. Hier soll niemand mehr her, von dem wir nicht wollen, dass sie hierher kommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und eine solche Seeblockade ist nur auf der europäischen Ebene möglich. Und damit sind wir bei der Europawahl, damit sind wir bei der EU-Wahl. Denn am 9. Juni, da stehen zwei unterschiedliche Visionen auf dem Wahlzettel. Keine Sorge, das macht überhaupt nichts. Bei den Physikern gibt es folgenden Witz, wenn das Telefon bei solchen Veranstaltungen klingelt. Geh ran, es könnte Stockholm und der Nobelpreis sein. Damit sind wir also bei der EU-Wahl und den zwei unterschiedlichen Visionen, die auf dem Wahlzettel stehen. Auf der einen Seite das zentralistische EU-Brüssel, geführt von Frau von der Leyen. Das, und da machen Sie sich nichts vor, alle anderen genauso wollen, auch wenn Sie mal einen anderen Namen als Frau von der Leyen vorschlagen. Und dieses zentralistische Europa ist für unsere deutsche Kultur, aber nicht nur, sondern vor allem auch für unseren deutschen Wohlstand eine echte Gefahr. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Der sogenannte Green Deal soll dafür sorgen, dass unser Kontinent in wenigen Jahrzehnten CO2-neutral sein soll. Damit überzieht man diesen Kontinent mit einem dichten Netz an Vorschriften, an Regulationen und trifft vor allem jenes Land, das noch am meisten seinen Wohlstand der Industrie verdankt. Welches Land ist das wohl? Die Bundesrepublik Deutschland. Und so ist es auch, dass diejenigen Investoren, sowohl international als auch national, natürlich bereits auf diese Ankündigung reagieren, indem sie eben nicht mehr investieren oder ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagern. Seit 2018 ist die Industrieproduktion in Deutschland um etwa 10% zurückgegangen. Und jetzt machen Sie sich nichts vor, das betrifft nicht nur diejenigen, die in diesem Industriebereich tätig sind, sondern auch alle diejenigen, die darum herum Dienstleistungen zum Beispiel verbringen. Diese Vorschläge von Frau von der Leyen, und das muss man auch immer wieder in diesem Wahlkampf betonen, dem CDU-Mitglied von der Leyen, diese Pläne von dieser Frau von der Leyen sind mittlerweile die größte Gefahr für den deutschen Wohlstand, den es gibt. Und darum müssen wir dort einen Riegel vorschieben. Und wir verdanken ein weiteres Beispiel wäre das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also ich persönlich bin ja ganz grundsätzlich dafür, dass nur noch Gesetze beschlossen werden dürfen, die Frau Baerbock dreimal hintereinander aussprechen kann. Dann wäre schon mal eine ganze Menge weniger Bürokratie möglich. Also das ist die eine Seite, das zentralistische Europa der anderen. Und dann unsere Vision, das Europa der Vaterländer. Ein Europa,
in dem die Völker frei und selbstbestimmt leben, aber in wichtigen Bereichen wie zum Beispiel den gemeinsamen europäischen Grenzschutz natürlich kooperieren, natürlich zusammenarbeiten. Ein weiteres Beispiel für ein solch wichtiges Feld wäre natürlich die koordinierte Verteidigungspolitik. Wir alle sehen seit vielen Jahren, wie unser Kontinent de facto verteidigungsunfähig ist, wenn es nicht sich auf die Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika verlässt. Und da heute auch viel Presse hier vorhanden ist, möchte ich eines ganz klar und deutlich aussprechen. Wir als AfD haben ein Ziel für unser Land und ein Ziel für Europa. Wir wollen von niemandem abhängig sein. Nicht von den USA, aber erst recht auch nicht von Moskau oder von Peking. Das ist die ganz klare Ansage. Und dazu wollen und werden wir als Europäer zusammenarbeiten. Diese unterschiedlichen Visionen, ein zentralistisches Europa, geführt von Frau von der Leyen, oder ein Europa der Vaterländer, in dem wir selbstbestimmt und frei leben können. Darum geht's jetzt noch eine Woche. Eine Woche lang haben wir Zeit. Diejenigen, die vielleicht noch mit sich hadern, diejenigen, die vielleicht noch zweifeln, zu überzeugen, mit den Familienmitgliedern zu sprechen, im Verein darüber reden. Und dann werden wir die Sensation schaffen, dann werden wir alle überraschen, dann werden die anderen Parteien ihr blaues Wunder am 9. Juni erreichen. Und am 9. Juni... Und am 9. Juni werden wir dann den so wichtigen Rückenwind bekommen für das Ziel, das wir alle gemeinsam haben, wenn wir auf den 1. September blicken, wenn wir auf die Wahlen in Thüringen und in Sachsen blicken, wenn wir dann auf die Wahlen in Brandenburg blicken. Mit diesem Rückenwind werden wir es dann erreichen, nicht nur die stärkste Kraft dort zu sein, sondern wir werden sehen, dass die ersten blauen Ministerpräsidenten von unserem Land gestellt werden. Und Jan... Und mit diesem Rückenwind, den es dann geben wird, mit den ersten AfD-Ministerpräsidenten, dann werden auch die Leute hier in den westdeutschen Bundesländern sehen, dass alles das, was über uns geschrieben worden ist, das über uns behauptet wird, was dann alles Schreckliches geschehen würde, falsch ist. Und dann werdet auch ihr hier genau die Umfrageergebnisse und Wahlergebnisse haben, wie es heute bereits in Ostdeutschland der Fall ist. Ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß auf dem Weg zu kommenden 30%. Das wird unser Weg sein. Das ist unser Angebot. Und dafür kämpfen wir jetzt noch eine Woche. Vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen herzlichen Dank. Ihr wisst doch gar nicht, was ich sagen möchte. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich bin nicht nur die Pausenglocke. Ich kann auch mehr sagen. Aber das ist immer eine Überraschung. Also erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier hingekommen sind. Gott sei Dank regnet es nur draußen und nicht drinnen. Und hoffen wir einfach mal das Beste, dass das auch irgendwann mal aufhört. Schön, dass Sie am Samstagnachmittag den Weg zu uns gefunden haben. Zur AfD-Veranstaltung hier, zum zweiten Pfalz-Treffen. Zum ersten war ich auch da. Nächstes Jahr ist das dritte, da bin ich auch wieder da. Und da würde ich mich auch freuen, wenn Sie dann wieder kämen. Ich möchte mich aber nicht nur bei ihm bedanken, sondern vor allen Dingen bei dem Gastgeber, bei Damian Lohr. Vielen herzlichen Dank für diese tolle Veranstaltung. Bei dem Veranstaltenden Kreisverband hier. Vielen Dank dafür. Es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Applaus
Vielen herzlichen Dank auch an die super sympathische Moderatorin Marie-Christine Kaiser. Schön, dass du da bist. Extra heute hier hingekommen. Danke auch an dich, liebe Christine. Schön, dass du da bist. Danke, Alexander, René und Sebastian Münzenmeier. So. Ich muss sagen, ich bin immer noch recht angefasst von den schockierenden Bildern gestern aus Mannheim. Das hat mich beschäftigt. Ich glaube, nicht nur mich, sondern uns alle. Die Vorredner haben das bereits thematisiert. Es sind schockierende Bilder, die in unserem einst freien und sicheren Land produziert wurden durch dieses schreckliche Attentat. Ich wünsche den Verletzten, vor allen Dingen Herrn Stürzenberger und dem verletzten Polizisten, der immer noch in Lebensgefahr schwebt, gute Besserung, dass sie möglichst schnell gesund werden, auf die Beine kommen. Das Einzige, was unserer Innenministerin eingefallen ist, Nancy Faeser, ist nicht etwa dort einmal durchzugreifen, weil wenn Sie mich fragen, würde so etwas gar nicht passieren, wenn die AfD in der Regierung säße. Und ich frage mich auch, was hat so ein Soleimann, so ein Afghane in unserem Land überhaupt zu suchen? Was hat er hier zu suchen? Nancy Faeser hat reagiert mit einer Pressemitteilung. Ich habe sie jetzt hier gerade vor mir. Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilt Messerangriff auf Rechtsextremen in Mannheim und ruft zur, halten Sie sich fest, Nichtverbreitung des Videos auf. Es geht noch weiter. Es ist wirklich unglaublich. Also das ist... Ich zitiere, die Verbreitung dieses Videos verletzt die Persönlichkeitsrechte sowohl des Täters als auch des Opfers und kann zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft führen, warnte die Ministerin. Das Teilen solcher Inhalte verstößt gegen geltende Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und der Menschenwürde. Faeser betonte zudem, dass die Verbreitung des Videos extremistischen Gruppen, insbesondere der AfD, in die Hände spielen könnte. Solche Vorfälle, ich zitiere direkt, werden von extremistischen Gruppen genutzt, um Hass und Zwietracht zu säen. Indem wir das Video teilen, geben wir ihnen eine Plattform, ihre Hetze, um Propaganda zu verbreiten. Das dürfen wir nicht zulassen. Ich kann eins versprechen, was wir als AfD nicht zulassen werden, dass solche Leute weiter in den Ämtern sitzen. So sieht es aus. Eine Schande ist das. Widerwärtig. Widerwärtig. Es ist wirklich, wirklich widerwärtig. Und es bringt uns alle zu Recht auf die Palme,
weil wir uns fragen, wie lange wollen die uns da oben eigentlich noch verarschen? Und mit dieser Verarsche muss irgendwann mal Schluss sein. Hat hier eigentlich jemand schon mal die Frage gestellt, dass das eine grobe Dienstpflichtverletzung der Innenministerin ist? Wer stellt hier eigentlich mal die Frage außer der AfD? Und die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Ich habe hier mal ein paar Zahlen, Daten und Fakten aus der PKS, aus der polizeilichen Kriminalstatistik letzten Jahres, habe ich mal mitgebracht. Die PKS war ein Desaster. Fast 1 Million Tatverdächtige ohne deutschen Pass. 1 Million Tatverdächtige ohne deutschen Pass. Das ist eine Steigerung von 18% verglichen zum Vorjahr. Und der Gesamtanteil von ausländischen Staatsbürgern hat 41% erreicht. Das ist ein Höchststand, ein historischer Höchststand. Und insgesamt heißt das mehr Messerangriffe, mehr Mord, mehr Vergewaltigung. Bei der Jugendkriminalität explodiert der Ausländeranteil regelrecht. Und die ganze Dimension ist ja noch gar nicht erfasst. Doppel- und Mehrfachstaatsbürger zählen in der polizeilichen Kriminalstatistik nämlich als Deutsche. Bei deutschen Staatsbürgern wird auch der Migrationshintergrund nicht erfasst. Und derweil gehen die Turbo-Einbürgerungen ungebremst weiter. Und die Nancy Faeser, die jetzt gerade mit ihrer Pressemitteilung so reagiert hat, will das Problem offenbar mit einem Statistikschwindel lösen. Denn einfach alle einbürgern, dann gibt es auf dem Papier nämlich keine Ausländerkriminalität mehr. Frauen sind ganz besonders von Ausländerkriminalität betroffen. In Frankfurt, allein in Frankfurt, beträgt der Ausländeranteil bei schweren Sexualstraftaten 100%. 100% in der Stadt Frankfurt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Also ich bin damals schon beruflich in Frankfurt gewesen. Es war schon damals ziemlich schlimm, dort am Hauptbahnhof da irgendwie rumzuspazieren. Das ist jetzt heutzutage, ist das ein Ort des Ausnahmezustandes. Und ich frage mich, wie ein Staat so etwas zulassen kann. Und ich sage Ihnen, so etwas darf ein Staat nicht zulassen, diese Zustände, die in unserem Land und vor allem in den Großstädten herrschen. Seit gestern in der Zeitung noch eine Zahl. Die Zahl der Gruppenvergewaltigungen. Das ist ein Phänomen, was es früher gar nicht bei uns gab. Und die Gruppenvergewaltigungen betrugen im Jahr 2023 insgesamt 761. Und allein in Berlin, in unserer schönen Hauptstadt, in der sich da diese wunderbare Regierung mit Dienstwagen durch die Gegend kutschieren lässt, sind es allein 111 Gruppenvergewaltigungen. Und das alles erst seit diesem Asyldammbruch im Jahr 2015. Die CDU hat es möglich gemacht, die Ampel ist der Brandbeschleuniger und das alles muss sich ändern und das geht nur durch eine Migrationswende und die Migrationswende ist nur durch die Alternative für Deutschland überhaupt möglich. Und es ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Es ist recht einfach. Recht und Gesetz müssen einfach wieder zur Geltung kommen und nur angewandt werden. Die AfD ist die einzige Rechtsstaatspartei hier, weil wir die Durchsetzung des Rechts fordern.
Ohne Grenze kein Staat. Die Grenzen müssen geschlossen werden. Sie müssen unbedingt geschlossen werden. Illegale Migranten müssen abgewiesen werden. Und wer sich unberechtigt hier aufhält, muss abgeschoben werden. Und Kriminelle, Terroristen und Straftäter haben in unserem Land nichts zu suchen. Sie müssen abgeschoben werden. Und das, was sich in Mannheim zugetragen hat, ist direkte Konsequenz einer fehlgeleiteten, woken, linken Migrationspolitik, in der sich Islamisten oder auch ganz normale Messermänner, man kommt ja gar nicht mehr mit. Ich gebe Ihnen wirklich auf, das habe ich 2017 zum Thema gemacht. Mann mit Messer, Messermann, Messermänner, Frau mit Messer, jetzt gerade eben in Köln ist irgendwie wieder eine Frau mit Messer durchgedreht oder irgendwas. Das gab es ja auch früher nicht. Geben Sie das mal im Handy ein, in Google, und schauen Sie mal, was Sie als Ergebnis bekommen. Da kriegen Sie so eine lange Latte an Zeitungsartikeln, Mann mit Messer. Ohne Identität, ohne gar nichts. So, und das wird eben verschleiert. Und das Problem, was wir in unserem Land haben, ist, dass sich diese Menschen, extreme Islamisten, die sich irgendwie in ihrer Ehre beleidigt fühlen, wenn da irgendwie, keine Ahnung, so eine Frau kein Kopftuch trägt oder irgendwas, sind immer beleidigt in ihrer Ehre. Und dann frage ich mich auch, was jetzt wohl mit diesem Messermann geschieht. Wird er gleich in die Klinik eingewiesen, weil ihm die Tassen aus dem Schrank gefallen sind? Weiß es nicht. Das Problem ist, dass sich diese Menschen in ihren Parallelgesellschaften wie ein Fisch im Wasser bewegen können. Und das dürfen wir als Rechtsstaat niemals zulassen. Denn es ist eine eklatante Einschränkung unserer Freiheitsrechte, auch der Meinungsfreiheit. Ich habe hier mein Buch mitgebracht, was ich im Jahr 2019 veröffentlicht habe. Ich schleppe das jetzt gerade durch meine Veranstaltung durch, weil ich finde es immer recht interessant, was ich vor Jahren schon geschrieben habe. Und ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen Politikerinnen, die ihre Bücher selber schreiben. Ich habe es selbst geschrieben. Das Interessante ist ja, dieses Buch, das wurde schon damals boykottiert. Das war auf dem, da vorne sehe ich es. Dieses Buch war auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Rang 11, aber sie haben es nirgendwo gesehen. So, ich habe von vielen gehört, sie wollten das bestellen und der so Bücherhandel wollte es nicht ausliefern. Hass und Hetze liefern wir nicht, ne? Also so apropos freie Meinungsäußerung. Und jetzt habe ich heute schon wieder gehört von einer Dame, die dieses Buch bestellt hat, wo sich dann der Lieferdienst geweigert hat, es auszuliefern. Nö, das liefern wir nicht. Also, ich werde das jetzt mal weiter erheben. Auch Sie sind dazu aufgefordert, wenn Sie davon etwas hören, schicken Sie es mir doch einfach mal zu, denn ich werde es jetzt öffentlich machen. Wer sich weigert, dieses Buch auszuliefern, denn das gehört zur freien Meinungsäußerung mit dazu. Und ohne hier diesen 20-Punkte-Katalog vorzulesen, möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der sehr wichtig ist und der damals schon wichtig war und noch an Wichtigkeit hinzugewonnen hat. Hier steht: Islamisierung abwenden. Vielleicht schicken wir es Nancy Faeser zu, dann kann sich das unter das Kopfkissen legen. Der fundamentalistische Islam ist die große totalitäre Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Wir haben viel zu lange zugesehen, wie sich islamische Parallelgesellschaften in Deutschland ausgebreitet haben. Zu rechtsfreien Zonen und Brutstätten von deutschem Hass, Verachtung unserer Werte und islamischem Terrorismus geworden sind.
Jetzt heißt es handeln, um die rechtsstaatliche Ordnung wiederherzustellen. Die Steuerung und Finanzierung von Moscheezentren durch ausländische islamische Organisationen und Länder ist zu unterbinden. Wer Hass und Mord gegen Nichtmuslime predigt, muss strafrechtlich verfolgt und ausgewiesen werden. Das gilt ganz besonders für radikale Imame. In öffentlichen Einrichtungen und für Minderjährige muss ein striktes Kopftuchverbot gelten. In der Privatwirtschaft muss es Arbeitgebern freistehen, Kopftücher und islamistische Verhüllung am Arbeitsplatz zu untersagen, ohne durch Sondergesetze in ihrer Vertragsfreiheit eingeschränkt zu werden. Und wir müssen dafür sorgen, dass die bestehenden muslimischen Parallelgesellschaften durch fortgesetzte massive Zuwanderung nicht noch mehr werden. Sabatina James, wir erinnern uns an Sabatina James, fragt zu Recht, ich zitiere, wie sinnvoll ist der weitere Zustrom von Demokratiegegnern, wenn man mit den vorhandenen schon nicht klarkommt und nicht einmal in der Lage ist, den schlimmsten Auswüchsen öffentlich entgegenzutreten. Zitat Ende. Die Frau hat recht, liebe Freunde. Die Europawahlen stehen an und ich möchte darüber auch noch ein paar Punkte verlieren und nicht nur zur deutschen Innenpolitik, weil ich glaube, dass es wichtig ist, denn wir wählen in einer Woche ein neues EU-Parlament. Die AfD ist eine ganz besondere Partei. Das wissen Sie natürlich, ansonsten wären Sie heute nicht hier. Wir sind nämlich eine patriotische Partei. Wir sind eine Partei für Deutschland. Und wir vertreten die Interessen der Deutschen, auch in Europa. Wir wollen eine Reform der Europäischen Union. Schon wieder Sie. Mit dem Nobelpreis lasse ich Sie aber jetzt nicht raus. Helfen Sie mal Ihrem Nachbarn da auf Stumm. Sie müssen nicht mehr lange aushalten, um Ihre Videos zu gucken. Wir fordern eine Reform der Europäischen Union. Weniger EU, mehr Europa für freie Bürger und für freie europäische Staaten. Das ist unser Konzept. Jedes Land soll seine Identität erhalten können und keinen weiteren Zustrom von illegalen Migranten erdulden müssen, wie es hier praktiziert wird. Darum fordern wir als AfD, die Außengrenzen Europas endlich zu schließen. Und wenn das nicht möglich ist, müssen wir unsere Binnengrenzen endlich schließen. Und dazu gehört auch, dass wir aus dem Migrationspakt aussteigen. Weg mit dem Migrationspakt! Sie klatschen, weil sie das nicht wollen. Ich will das auch nicht. Und darum sage ich ganz klar, Sie müssen alle direkt abstimmen dürfen.
Sie müssen direkt über solche Vorhaben abstimmen dürfen. Die AfD ist für direkte Demokratie, für Volksabstimmung. Und es wird ja immer so gesagt, ach, wenn man aus dem Euro, aus der Europäischen Union, aus dem Euro, wenn man da rausgeht, oh, dann bricht nachher alles zusammen. Hat man bei den Briten auch gesagt, irgendwie ist da alles zusammengebrochen. Die Insel ist nicht mehr da, überschwemmt, alles, alle weg. Rishi Sunak hat es nie gegeben. Alles schlimm. Aber der Denkfehler ist der folgende. Die Europäische Union wird permanent mit dem Binnenmarkt gleichgesetzt. Und ich fordere, dass jedes Land, jeder souveräne Staat, der mit diesen ganzen gesetzlichen Regelungen aus der EU nicht einverstanden ist, ein Vetorecht hat. Jeder Staat muss ein Vetorecht haben gegen die Brüsseler Vorgaben. Wir haben es eben gehört, wenn ein Staat den Green Deal nicht will, dann kann er raus. Dann kann er auch ein Veto einlegen. Wenn er das Verbrennerverbot nicht möchte, muss er ein Vetorecht einlegen können. Wissen Sie eigentlich, dass wir als AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag ein Veto einlegen wollten, als einzige Fraktion und als einzige Partei, als dieser Irrsinn aus der EU kam? Wir waren die Einzigen. Und die CDU hat das durchgewunken, die Ampel sowieso, alle haben das durchgewunken. Das Verbrennerverbot ist die Vernichtung der deutschen Automobilindustrie. Und darum gehört das weg. Wir wollen, und das will ich auch, ich liebe meinen Verbrenner, der macht so schöne Geräusche. Und ich gönne Ihnen das auch, dass wenn Sie einen schönen Diesel und einen schönen Benziner, möglichst mit viel Hubraum oder auch vielleicht mit wenig, wenn Sie diesen Wagen fahren sollen, ja, dann sollen Sie ihn fahren bis an Ihr Lebensende. Es ist Ihr gutes Recht. Und es wäre die verdammte Pflicht einer verantwortungsbewussten Regierung, diesen Irrsinn sofort abzuschmettern. Das ist eine Pflicht der Regierung und es wird nicht gemacht. Und darum warten wir auch auf die AfD in der Regierung, mit der es so etwas nicht gäbe. Mit uns gäbe es auch nicht. Moment. Das haben Sie auch gesehen. Halt! Das haben Sie auch gesehen. Das ist auch dann wieder so ein Beispiel, wie das mit der EU funktioniert, warum wir das nicht haben wollen. Ich will nicht irgendwelche Beamten haben, die sich in mein Privatleben einmischen. Ich habe keine Lust auf eine Ursula von der Leyen, die irgendwie Milliardenaufträge per SMS lostritt. Ich habe keine Lust auf Institutionen, die mir vorschreiben, gegen was ich mich zu impfen habe. Und ich will es auch für Sie nicht. Können Sie sich noch daran erinnern, wie im Wahlkampf 2021 herumgelogen wurde, wie in jeder dämlichen deutschen Talkshow, auf die man ja wirklich auch freiwillig verzichten kann, muss man sich alles nicht mehr angucken, weil gelogen wird, dass sich die Balken biegen, wie alle gegen die Corona-Impfung waren. Alle haben damit 2021 Wahlkampf gemacht. Da war die Bundestagswahl vorbei und fups. Waren sie alle dafür. Und Gott sei Dank, kann ich nur sagen, Gott sei Dank waren sie da bei ihren Montagsmärschen und haben dagegen richtig Stimmung gemacht. Denn es wäre ein Einschnitt gegen unsere körperliche Unversehrtheit gewesen. Das ist ein Grundrecht in unserer Verfassung. Hat die alle nicht interessiert.
das Bashing auf Ungeimpfte, die Zweiklassengesellschaft, das ist auch ein ganz großes Thema, wer eigentlich heute noch von den Politikern Verantwortung übernimmt. Wo ist denn die Verantwortungsübernahme? Wo ist das Fehlereingeständnis? Wo ist die Entschuldigung gegen das Bashing, gegen unschuldige Leute, die darauf beharrt haben, sich nicht zu impfen, genau wie ich und viele andere auch? Wo ist die Entschuldigung gegenüber der verlorenen Generation, gegen den Kindern und Jugendlichen, die nicht in die Schule gehen konnten? Wo ist die Entschuldigung gegen die Senioren, die alleine in ihrem Seniorenheim gesessen haben? Ich habe ältere Eltern, weil ich die Jüngste bei uns zu Hause bin. Ja, ich bin das Nesthäkchen, darum ist mein Vater 85, meine Mutter ist 78 Jahre alt. Sie sind beide sehr gesund. Aber was mit den Leuten gemacht wurde, dass in Baden-Württemberg Ausgangssperren verhängt wurden, meine Eltern konnten nicht mehr raus. Das muss man sich mal vorstellen, wie die gelitten haben. Meine Mutter, die mussten wir auffangen als Kinder. Damit war ich auch noch beschäftigt. Und so wie mir persönlich geht es vielen von Ihnen ja auch. Und darum verlange ich eine Aufarbeitung, eine Entschuldigung und das Unrecht, das man diesen Menschen getan hat. Eine Entschuldigung von den Verantwortlichen. Und Gott sei Dank seid ihr auf die Straße gegangen und Gott sei Dank waren wir im Bundestag, um die Zwangsimpfung zu verhindern. Ein letztes, apropos Verantwortungsübernahme, die ihr allen fehlt. Wo ist die Verantwortungsübernahme für diese unverantwortliche Kriegstreiberei, die hier gerade betrieben wird? Wenn ich das momentan höre, bekomme ich es mit der Angst zu tun. Und ich glaube, dass ich nicht alleine bin. Das, was hier gerade betrieben wird von Seiten der Politik, ist aus meiner Perspektive so unglaublich geschichtsvergessen. Und offensichtlich geht es uns zu gut. Diese Politikergeneration hat nicht erlebt, wie ein Krieg aussieht. Offensichtlich hat man keine Geschichtsbücher gelesen. Offensichtlich weiß man nicht, wie sich Kriege entwickeln. Darum kann ich nur das Buch empfehlen von Christopher Clark, Die Schlafwandler. Ich habe das Gefühl, dass man sehenden Auges in einen fürchterlichen Kriegsschlaf wandelt. Und darum ist es so wichtig, wach zu sein. Sehr aufmerksam zu sein. Ich kann Ihnen sagen, wir als AfD nehmen das Thema sehr ernst. Und ich persönlich nehme das Thema sehr, sehr ernst. Das, was hier passiert, ist extrem gefährlich. Und wenn diese verantwortlichen Politiker wirklich einen Krieg wollen, wenn eine Strack-Zimmermann Taurus-Flugkörper. Eine Waffenlobbyistin, jetzt werde ich höchstwahrscheinlich verklagt. Aber es ist nun mal so. Wenn solche Leute diesen Krieg wollen, dann sollen sie bitte die Verantwortung übernehmen und selbst an die Front gehen und uns in Ruhe lassen. Und nochmal zurück zur Europäischen Union und wie dieses Gebilde auszusehen hat. Wir wollen mehr Rechte für die souveränen Staaten. Und wir wollen vor allen Dingen nicht die Ukraine
innerhalb der Europäischen Union. Wir wollen auch nicht, dass deutsche Waffen an die Ukraine geliefert werden. Wir wollen keine Soldaten in der Ukraine. Unsere Pflicht ist, die Kriegsparteien an einen Tisch zu bekommen. Denn man muss geschichtsvergessen sein, um nicht zu wissen, dass an jedem Ende eines Krieges immer ein Frieden steht. Warum nicht damit anfangen, liebe Freunde? Darum kann ich, können wir nur dazu aufrufen, kehrt zurück an den Tisch der Verhandlungen, kehrt zurück an den Tisch des Dialoges. Und damit wären wir auch bei einem innenpolitischen Thema. Die Gräben und die gesellschaftliche Spaltung, die ja aufgerissen wird, ist aus meiner Sicht unverantwortlich. Man muss einander stehen lassen können. Jeder hat das Recht auf eine freie Meinungsäußerung. Und die Demokratie basiert darauf, dass sie in einem pluralistischen Meinungsaustausch sind. Und das ist auch deshalb so wichtig, um ein Korrektiv zu haben. Ein Korrektiv für Fehlentscheidungen. Das macht Demokratien von Diktaturen aus. Und darum möchte ich appellieren an all diejenigen, die uns zum Schweigen bringen wollen. Kehrt zurück zur Vernunft, kehrt zurück an den Tisch des Dialoges und lasst uns reden. Denn nur so sind demokratische Lösungen möglich. Und man kann nicht Millionen von Wählern aussperren. Und dafür stehen wir, für den offenen Dialog. Und darum verbleibe ich mit dem Aufruf, uns als Partei, als AfD zu stärken. Gehen Sie zur Wahl, wählen Sie am Sonntag in sämtlichen Kommunalwahlen, aber vor allen Dingen bei der Europawahl die AfD, sodass wir bald in der Regierung sitzen. Vielen herzlichen Dank. Politik im Fokus. Politik Highlights Breaking News. Politik im Fokus.